Ja, wir haben jetzt den Aufbau einigermaßen hinter uns gebracht. Es ist von hinten beleuchtet. Von der Seite habe ich bereits das Triplight angebracht. Kommen wir zu unserem Aufnahmegut. Das ist dieses Glas. Und in diesem Glas wird eine Flüssigkeit sein. Und dieses Glas soll sich also im Boden spiegeln. Und da werden wir jetzt einen Trick anwenden. Natürlich könnte ich jetzt eine hochspiegelnde Fläche nehmen und könnte das bei der Aufnahme bereits berücksichtigen. Aber warum soll ich mich mit solchen Dingen belasten? Ich nehme einfach ein zweites Glas, werde das eine Glas so hinstellen, das andere Glas so da drauf hinstellen. Ich muss aufpassen, dass es nicht hinfällt. Und ihr werdet nachher feststellen, das sieht aus wie eine super Spiegelung. Ja, soviel nochmal zum Trick. Hier haben wir also unser Glas Nummer 1. Und dann stellen wir jetzt einfach das Glas Nummer 2 oben drauf. So, aufpassen, dass es deckungsgleich ist. So, ich nehme das nur mal ein bisschen näher ran. So. Sieht gut aus, finde ich. So, jetzt wird Zeit, dass wir das Glas ein bisschen füllen. Dazu nehme ich mal so ein bisschen Eis da rein. Unverdünnt. Möglicherweise sieht das jetzt schon einigermaßen gut aus. Jo. So, fahren wir mal ein bisschen mit dem Zoom zurück, dass ihr den ganzen Aufbau nochmal seht. Genau. So, ich habe hier so einen Spiegel, das habe ich mir mal selber gebaut. Gab es mal bei Schibo, glaube ich, oder bei irgendeiner Kaffeerösterei, gab es diese flexible Stange. Und da war eine Lupe dran. Zum Nähen sollte das eigentlich sein. Die Lupe habe ich abgemacht und habe da einen Spiegel dran gemacht. Und jetzt kann ich schön flexibel den Spiegel so setzen, dass er mir das Licht der Softbox reflektieren wird. Es hat geblitzt. Und das Bild ist im Kasten. So, ich habe unser Foto jetzt in Photoshop geladen. Hier wollen wir das dann final bearbeiten. Als allererstes gruppieren wir unsere Hintergrundebene, denn auf der Originalebene wollen wir nicht arbeiten. Das Ganze mit Steuerung J. Jetzt haben wir hier eine neue Ebene, die wir jetzt aussagekräftig benennen könnten. Wir machen mal hier Basis. Bild. Und als nächsten Schritt möchte ich den leicht gelblichen Hintergrund anpassen, indem ich nämlich einen Weißabgleich mache. Dazu gehe ich hier oben auf das Menü Bild anpassen, Tonwertkorrektur, wähle hier die Pipette für den Weißabgleich und klicke hier in einen Bereich, den ich als reines Weiß definieren möchte. So. Jetzt sieht die Sache natürlich schon viel besser aus. Das Ganze mit OK bestätigt und wir können zum zweiten Schritt übergehen. Hier haben wir unsere gefegte Spiegelung. Wir erinnern uns, die haben wir erreicht, indem wir bereits bei der Aufnahme ein leeres Glas unter dieses gefüllte Glas gestellt haben. Das Ganze wirkt jetzt wie eine Spiegelung. Als nächsten Schritt gehe ich hin und mache mir mal den Bildausschnitt etwas kleiner. So, das wirkt ein bisschen besser. So, jetzt werdet ihr gesehen, oder jeder wird natürlich merken, hoppla, irgendwas stimmt hier nicht. Während wir hier eine grüne Flüssigkeit haben, haben wir hier keine grüne Spiegelung. Das müssen wir also korrigieren. Und dazu gehe ich hin, kopiere mir wiederum mein Basisbild, Steuerung J. Benenne das Ganze mal um in Spiegelung. So. Hätte man auch groß schreiben können, dann wäre es korrekt gewesen. Wir sparen uns das Ganze. Ich wähle mir jetzt mal die Ansicht aus tatsächliche Pixel, denn dann kann ich ein bisschen besser arbeiten. Schiebe mir das Ganze jetzt mal so hin,
dass ich hier alles überblicken kann. Und mit dem Auswahlwerkzeug hier lege ich, oder nein, mit dem Pfadwerkzeug lege ich hier einen Pfad an. So. Man könnte jetzt natürlich hingehen und das noch ein bisschen genauer machen. Ich spare mir das. So, wie gesagt, hundertprozentig passen muss das hier nicht. So, nachdem ich meinen Pfad angelegt habe, klicke ich mit der rechten Maustaste und sage dann hier bitte Auswahl erstellen mit einem Pixel und sage OK. So, anschließend gehe ich hin und mache eine neue Ebene vom Typ Volltonfarbe. Wähle mir hier grün aus, sage OK. Gehe als nächstes hin und reduziere die Deckkraft dieser neuen Ebene. So. Und wenn ich mir das Bild anschaue, sieht es so schon ganz gut aus. So, meine drei Ebenen hier werde ich jetzt auf eine Ebene reduzieren, sichtbare auf eine Ebene reduzieren. Diese neue Ebene kopiere ich wiederum mit Steuerung J und sage hier Filter Bewegungsunschärfe. Findet ihr, wenn ihr den langen geht hier über Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe. Hier kann ich mal so ein bisschen rumspielen. Das sieht gut aus so, glaube ich. Okay. Und dann lege ich noch einen Filter drauf, nämlich den Weichzeichnungsfilter Gauscher Weichzeichner. Auch hier gucken wir mal. So. Warum das Ganze? Weil ich meine Spiegelung ein bisschen unklarer haben möchte als mein Originalbild. Bei diesem Verfahren, was ich jetzt angewandt habe, ist natürlich beides zunächst einmal in die Unschärfe gefallen. Aus diesem Grund lege ich hier eine neue Maske an. Mit Steuerung I überlagere ich das Bild jetzt mit der Maske und kann jetzt mit weißer Vordergrundfarbe und dem gewählten Pinsel, wenn ich ruhig ein bisschen größeren Pinsel wählen, mit mittlerer Härte. So, und dann lege ich das frei, was ich unscharf haben möchte. So. Und dann sind wir mit unserem Bild fertig. Wenn ich jetzt wie hier festgestellt habe, na, das ist ein bisschen sehr unscharf geworden, kann ich, da ich ja hier eine Ebenenmaske habe, die Deckkraft reduzieren. So, das machen wir jetzt soweit. So. Ja, soweit, so gut. Zum Abschluss gehe ich jetzt nochmal hin und sage Auswahl. Alles auswählen, da auch ganz oben sind wir, warum gehe ich nach unten, keine Ahnung. Bearbeiten, auf eine Ebene reduziert, kopieren, bearbeiten, einfügen. Und dann habe ich all meine Änderungen hier in einer einzigen Ebene zusammengefasst und kann jetzt mit dieser Ebene weiterarbeiten, wenn ich das möchte. Ja, aber ich denke, das Bild ist soweit gelungen und wir wollen das an dieser Stelle abschließen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald.